Oh, wie schön. Oh, wie schön. Oh, wie schön ist doch der Sonnenschein. Herzlich willkommen hier zu täglich 1 auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute ist Montag. Gott willing, ja, Montag ist heute. Heute ist Montag. Wir sind wieder bei uns im Garten bei, gut, Wechselwetter. Mal ein bisschen Sonne, mal keine Sonne, aber es ist zumindest gefühlt schon mal sehr, wenn nicht sehr warm, sondern warm. Ich schwitze zumindest, weil ich habe gerade ein bisschen Gartenarbeit gemacht. Man sieht schon wieder an meinen körperlichen Bestandteilen. Die Haare stehen ab und sonst was alles, ja. Ja, und mir ist warm. Mir läuft eine Suppe. Das heißt, ich gehe gleich immer duschen im Garten mit unserer schönen Solardusche. Und danach gehe ich zu meinem Kind im Pool rein. Aber davor muss ich kurz was sagen. Wir gehen bei uns im Garten über Leichen. Und das Ganze sogar wortwörtlich. Da ist auch meine Tochter wieder, die Melissa. Wir gehen bei uns im Garten wortwörtlich über Leichen. Und zwar dank der Firma. Da muss ich mal Lob aussprechen. Diese, wir haben uns Schneckengift bestellt. Bis dieses Produkt da war, hat lange Zeit gedauert. Ist blaues Korn, hat aber trotzdem, finde ich, einen angenehmen Geruch und es hilft. Wir haben das gestern, ich habe das gestern mal spontanerweise ausgebreitet und so sieht das Ergebnis schon nach einem Tag aus und wir haben immer noch Körner liegen. Also wenn noch mehr Schnecken kommen, lass sie kommen. Also hier sind schon mal die ersten Opfer zu sehen vom Schneckenkorn und ihr seht, hier haben noch ein bisschen Korn liegen. Ja, das heißt, noch genug Korn für Schnecken da. Und wir sind ein paar Schnecken losgeworden. Ein wenig zu spät, weil ja, die Erdbeersaison schon vorbei. Also wir müssen das im nächsten Jahr ein bisschen früher ausbreiten, also gleich im Frühling meinetwegen. Mal gucken, wie lange das Korn hält. Ab morgen und übermorgen soll ein bisschen Regen kommen. Und da werden wir sehen, was das Schneckenkorn nach dem Regen, wenn er sagt, es soll regenbeständig sein. Heute auch Schock. Hat meine Tochter entdeckt im Garten. Wir kommen in den Garten rein. Ich habe die Bewässerung angemacht für die Anbaufläche. Und dann rief meine Tochter mich und sagt, Papa, Papa, komm mal schnell. Unser Gartenteich war leer gewesen. Komplett leer. Nicht komplett, ein bisschen Wasser war noch drin. Aber dennoch haben wir uns Sorgen gemacht, was ist denn da genau los? Warum ist Wasser raus? Feder, Gott sei Dank, schnell erkannt, warum Wasser raus ist. Wir haben hier im Gartenteich unter anderem hier vorne, ich hoffe, man sieht es gerade an der Kamera, da kann man so halten, so ein Solarspritzer, ja, und der war so weit aufgedreht oder so sehr verdreckt, dass er das ganze Wasser vom Teich rausgespritzt hat und dementsprechend die Fische kurzzeitig fast im Trockenen lagen. Jetzt haben wir es Ja, mittlerweile wieder aufgefüllt. deswegen waren die Fische auch fast gestorben. Aber Gott sei Dank, du hast es erkannt. Nee, ich rannte erstmal hier lang, da hatte ich das schnell gesehen. Papa. Und jetzt ist der Teich fast voll. Das heißt, ich kann dann gleich immer duschen gehen, nämlich auch baden kann im Pool. Ich will mir vorher ein bisschen abduschen, weil wir natürlich Rasenmähen und so weiter. Man ist ja doch mit Schweiß und mit Wieso Rasensamen. haben wir kalt? Ich kam gerade raus. Ich glaube, hilft hier jetzt. Und im Hintergrund seht ihr auch nochmal da ein paar Schneckenleichen, da in dem Bereich. Ja, noch mehr Schneckenleichen. Also wir haben den ganzen, ich habe einmal den ganzen Garten auch mit bestreut. Ja, an den Hauptlaufwegen. An den Hauptlaufwegen. Und man kann zum sagen, überall dort, wo Schneckenkorn liegt oder lag, sind jetzt auch Opfer vom Schneckenkorn. Was gut ist. Und hier ist auch noch eine Schnecke. Die lebt aber. Die hatte gerade hier vorne gesetzt und dann hier. Aber die lebt ja noch, Gott sei Dank. Ja. So, ich werde jetzt auch gleich reinhüpfen mal im Pool. Den haben wir jetzt schon wieder grob gereinigt. Ich werde auch noch mal heute oder morgen mal gucken, den Poolkleber ausprobieren. Weil ich habe mir einen neuen besorgt, wie ihr wisst vom Videos. Und ich muss auch die Matte einmal festkleben, die vorne liegt. Hat mein Kind das mal rausgenommen, die ja für die Leiter gedacht ist. Die muss ja festgeklebt werden. Nicht direkt unter Leiter, sondern mal gucken, vielleicht unter. Mal gucken, wie ich es mache. Mir muss sie festgeklebt werden. Hier sind noch ein paar Schnecken. Gut, wenn da auch Schnecken können, schaut mal. Jetzt zwei Schnecken. Eins, zwei. Ist er auch tot. Das hinten beim Zaun von Nachbarn, da war ganz viel Schleim, so wie hier auch Schleim zu sehen. Wo man quasi sieht, da sind die Schnecken dran verreckt. Ausgetrocknet. Ich schätze mal, die Schnecken trocknen an den Korn aus. Ich habe keine Ahnung, wie das Korn funktioniert. Aber zumindest, wie gesagt, die Poolmatte da vorne will ich noch festkleben, wenn der Kleber mich unter Wasser hält. Und theoretisch auch noch die Pumpe im Hintergrund. Die wollten wir auch noch festkleben, damit wie beim Turbus nicht mehr die Füße stoßen. Papa, weißt du,
Daniel und ich hatten schon mal in unserer Garten bei der Kita, da hatten wir schon mal eine kleine weiße Babynacktschnecke gefunden. Die war echt süß. Und eins will ich noch kurz zeigen, bevor ich mir gleich eine Duschfell mache, weil der Teich ist voll. Ich kann das Wasser gerade nutzen zum, guck mal so gucken, ohne Sonnenschutz weiß ich, ob es nach Regen aus, aber trocken bleiben heute. Eins wollte ich euch zeigen, nämlich hier. Unseren, nicht der erste, aber der erste, der blüht, unser Schmetterlingsflieder. Ja, Bienen kommen auch mit da rein. Mhm. Bienen, Schmetterlinge, alle, die Nektar haben wollen. Ja. Sie haben gerade ein paar verjagt. Manchmal manche Blumen ist orange und manche ist gelb. Wir haben verschiedene Farben auch. Das ist lila, wir haben auch, ich glaube, weiße Flieger haben wir auch. Ja. Und so weiter. Guck, da kommt er wieder angeflogen. Und saugen fleißig Nektar mit ihren Rüssen. Ich habe nur einen Schmetterling gesehen, da wo der Rüssel war. Mhm. Der war so eingedreht. Und dreht ja aus, wenn er in den Blumen reingeht. Gut, ja Freunde, das war lang genug gewesen, schwer für täglich eins. Also, Teich ist wieder voll, Wasser umleiten auf Dusche. Ich gehe mich kurz einmal nackig machen, mich einmal abduschen. Dann gehe ich mein Kind wieder baden, mache wieder ein bisschen Musik an. Dann heißt es nachher nochmal zu Ende mähen. Ich habe ja heute schon ein bisschen die ersten Arbeit gemacht, schon mal Mäharbeiten. Morgen, bevor mein Kind in den Garten kommt oder bevor ich mein Kind abhole und zum Garten bringe, werde ich auch noch mal in den Garten rein, weil da vorne immer noch meine Baustelle, Pflasterarbeiten, ich will immer pflastern, wie immer ich so komme, also Pflasterarbeiten, die will ich morgen im Vormittagsbereich machen, weil es so nachmittags wirklich warm werden, unangenehm warm und am Mittwoch soll es dann wahrscheinlich gewittern, also hoffe ich, dass bis dahin zumindest die groben Arbeiten fähig sind. Ich wäre aber gerne jetzt wieder in den Gigos rein. Na, einmal. Ich will das Video gerne beenden. Was braucht, dass wir hier draußen bei uns im Garten 10 Jahre zum Hochladen? Was? Dann musst du aber ihn wiederholen. Ja, ich bin ja da. Also, Kind will jetzt reingehen, kurz einmal ein Trampolin. Einmal den Ball werfen. Und ich soll den Ball dann holen, wer reinwerfen. Wir müssen auf den Trampolin, haben wir gestern schon gereinigt. Eigentlich schon wieder reinigen, weil diese blöden Birkenpollen überall. Ja, das ist, die machen auch den Pool immer so schmutzig. Ja, aber nicht reinfallen lassen, sonst hast du die ganzen Pollen in deinen Haaren kleben und dann viel Spaß beim Haare kämmen. Das wird dann noch schlimmer als gestern war. Na, also nicht hinwerfen. Lieber jetzt, so wie jetzt machst, in den mittleren hüpfen, dann kann Papa kurz mit Staubsauger kommen. Das war nichts. Ja, da rutscht mir die Kamera weg. Also eigentlich so ein Ball, wenn man den ganz schnell wirft, dann wird der flach. Aber wir können ihn nicht so doll werfen, weil der Garten ist halt nicht groß genug zum immens starken Werfen, das ist der Ball weg. So, ich gucke mal Regenradar an, ich darf hier gleich nass werden und wenn ja, ist auch egal. So, also Ball wieder zurück und dann sage ich schon mal Tschüss, bis morgen wieder zu täglich 1 und mit sage ich den Ball. Hüpf ruhig in der Mitte, kann ich auch sorgen. Was? Achtung, Ball. Hey! Willst du mal Tschüss sagen? Ja.